Keep calm and test everything. Das ist heute mein Thema. Wie komme ich darauf, dass man ruhig sein soll und alles testen? Das ist ganz einfach. In meiner Zeit so als IT-Berater kommt man ja in so Projekte rein, wo dieses schreckliche Wort Wartungsfenster kommt. Das ist so ein Moment, meistens alle 2 oder 4 Wochen, wo wirklich jeder viel zu früh aufstehen muss. Dann kommen alle hin, alle Gewerke gleichzeitig, sie drücken auf den Release-Knopf und dann wird abgewartet, gehofft, irgendwas geht nicht, irgendwas ist schon wieder schief. Und dann irgendwann ist es deployed. Alle sagen, pff. Und dann war irgendwie so, das war um 5 Uhr, haben wir das Release gemacht und um 6.07 Uhr war es dann endlich fertig, auf allen Servern drauf. Und dann trudelten die Bugs ein, so, jemand hat sich beschwert, weil X. Und dann wurde gehotfixed. Und dann kam dann irgendwann so um 11 Uhr der Manager rein und wollte nett sein und hat uns dann so Brezel mitgebracht. Nachdem du so 4 Uhr morgens aufgestanden bist, um 5 Uhr auf der Matte zu stehen, kommt er morgens rein und sagt, hier Jungs, weil ihr so hart gearbeitet habt, Brezel. Da habe ich mir gedacht, du Arschloch. Das ist ja nett, dass du uns Brezel bringst, aber eigentlich ist die Umgebung kacke. Ich hätte es doch lieber einfach, dass ich in Ruhe sage, och, ja, da ist halt ein Wartungsfenster, wird schon nichts passieren. Und genau das ist der Grund, warum ich gerne meine Software teste. Ich habe keinen Bock auf Stress. Also ich bin da pragmatisch, ja. Ich teste nicht, weil Clean Code ist zwar nett und schön und so, aber was mich wirklich überzeugt, ist einfach meine Gesundheit und morgens länger ausschlafen. Das ist ein tolles Argument. Und das passt auch heute richtig schön rein. Wir sind ja hier im JavaScript-Track und als ich diesen Track zusammengestellt habe, da habe ich mir gedacht, dieses ganze Release-Management, das geht jetzt mittlerweile recht gut in der C-Sharp-Welt und in der Java-Welt, da ist man das mittlerweile gewohnt. Wer von euch hat den TFS im Einsatz? Dann haben wahrscheinlich eine hier Jenkins im Einsatz. Und dann haben bestimmt einige noch ein TeamCD im Einsatz, oder? Und jetzt war, glaube ich, jeder Arm einmal oben. Habe ich was vergessen? Hier, die Tools hier sind ja auch bekannt. Aber was ich so beobachten kann ist, oder über die Jahre beobachtet habe in meiner Zeit als Berater, auf C-Sharp-Seite zum Beispiel schon das Tooling recht gut ist, aber auf JavaScript-Seite, da wird es einfach nicht gemacht. Und das wollen wir mal ein bisschen analysieren, warum. Weil schließlich sind wir als Entwickler ja durchaus in der Lage, einen Unit-Test zu schreiben. Ich bin mal der Überzeugung, dass jeder von euch weiß, was ein Unit-Test ist und wir nicht darüber reden müssen, dass Unit-Tests prinzipiell gut sind. Aber wir müssen mal gucken, warum das Ganze noch nicht so angekommen ist oder immer jetzt langsam ankommt. So. Und so habe ich auch den Track geplant. Ich habe mir gedacht, so JavaScript sollte man zuerst ein bisschen hier zeigen, dass die Tools immer weiter voranschreiten. Wir hatten jetzt React als Vortrag. Wir hatten jetzt AngularJS dabei und auch, wie das zum Beispiel in einer großen Bank angekommen ist. Das ist für mich alles so ein Zeichen der Professionalisierung von JavaScript. Und heute möchte ich euch 2 Tools zeigen, die das Ganze wirklich sehr, sehr weit nach vorne bringen, auf einem Level von Professionalität, wie man es zum Beispiel auch in der C-Sharp- und Java-Welt gewohnt ist. Ich als eingefleischter .NET-Entwickler, ich habe das damals nie so richtig verstanden, warum ich nicht einfach auf den grünen Knopf drücken kann und dann ist dann in meinem Visual Studio hübsch so MSpec durchgelaufen. Oder MS-Test. Ich meine, man kann einiges davon halten, aber es ging nur wirklich einfach. Grüner Knopf, los geht's. Und auf dieses Level möchte ich uns heute bringen. Unit-Testing früher, nämlich mit HTML, das war nicht so prickelnd, würde ich jetzt mal so behaupten. Einer meiner ersten Projekte, wo wir Jasmine eingesetzt hatten, das lief noch mit dem Jasmine HTML-Runner. Da hat man dann ein paar Tests in eine HTML-Datei reingepackt und dann kam dann so ein HTML-Seite raus. Das ist jetzt in einem iFrame mal so Jasmine antik. Das war natürlich überhaupt nicht gut integrierbar. Man musste dann sich das im Browser anschauen oder was wir dann notgedrungen machten, war ein Oberflächentest-Tool zu nehmen, in dem Fall dann Selenium, um dann mal zu zählen, wie viele grüne Spalten es sind und wie viele rote es sind. Kannst du dich daran erinnern? Das war früher wirklich so. So, und dann gaben es dann so Tools, auch für .NET-Entwickler, die ein bisschen mit JavaScript anfangen, zum Beispiel Chutzpah. Das war so ein bekanntes Tool. Das hatte allerdings ein paar technische Problemchen, würde ich mal sagen, weil es zum Beispiel auf dem lokalen Dateisystem lief. Und so kann ich eigentlich auch niemandem einen Vorwurf machen, dass er es manchmal ein bisschen schleifen lassen hat.
Und für alle diejenigen, die bis jetzt noch Ausreden gefunden haben, warum man denn keine Unit-Tests für JavaScript schreibt, weil das ist ja alles viel zu kompliziert oder das integriert sich nicht in den TFS oder das läuft ja nicht zusammen mit, sagt mir was, da möchte ich euch heute mal zeigen, wie schön das mittlerweile geworden ist und wie das Tooling uns unterstützt. An einem kann es, glaube ich, nicht liegen, das ist nämlich Jasmine. Jasmine war früher ein tolles Test-Driven-Development-Tool im BDD-Stil und Jasmine ist auch weiterhin ein tolles Tool. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr Unit testen wollt, könnt ihr zum Beispiel auch Mocha nehmen. Ich kann mich nie so richtig entscheiden, nehme ich jetzt Mocha oder Jasmine. Jasmine in Version 2.0 ist jetzt wieder auf der Höhe der Zeit. Die wichtigste Neuerung wäre die bessere Unterstützung vom Asynchron-Code. Also wenn ihr euch damals mal Jasmine angeschaut habt und gesagt, das ist ja viel zu kompliziert, asynchron zu programmieren, das dann zu testen, muss ich euch sagen, schaut euch mal Jasmine 2.0 an, da ist einiges besser geworden. Das werden wir übrigens nachher auch mal machen. Und so sieht dann zum typischen Test aus. Als Entwickler kennt ihr das alle, Arrange, Act, Assert. Und dasselbe ein bisschen umgenannt, weil es halt BDD-Stil ist, haben wir einen Test. Eine Suite beginnt man mit einem Describe, das ist dann meistens schön formatiert, wird es ausgegeben. Dann habe ich so ein Arrange, das wäre dann in dem Fall zum Beispiel ein Before Each. Und darin kann ich dann ein bisschen Variablen vorbereiten. Ich glaube, ich habe das nicht richtig gecamel. Doch, bevor each habe ich das richtig gecamel-cased. Und dann hat man eine Assertion mit einem Spec, in dem Fall halt it, und dann sage ich etwas, was ich haben möchte, zum Beispiel expect something true to be true. Das würden wir natürlich so nicht schreiben, da ist natürlich echte Logik drin. Aber das ist erstmal so die Syntax, die wahrscheinlich viele von euch schon mal gesehen haben, wenn sie JavaScript entwickelt haben. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das war nicht das Problem der testgetriebenen Entwicklung mit JavaScript. Das Problem war meiner Meinung nach das Tooling. Und da bringe ich euch jetzt heute Karma ein wenig näher. Karma kommt von Google, das muss schon mal cool sein. Und Karma wurde vom AngularJS-Team entwickelt, weil sie kein gescheites Tooling hatten, um ihr AngularJS 100%ig mit Testabdeckung zu versorgen. Deswegen haben die sich einen eigenen Test-Server gebaut. Also Karma besteht darin, dass Karma einerseits A richtig einen Webserver hochfährt und dann gleichzeitig den Browser eurer Wahl auf diesen Webserver losschickt. Also nichts mehr mit lokalen Dateisystemen, sondern wirklich ein Webserver fährt hoch. Da sind dann eure ganzen HTML-Dateien, JavaScript-Dateien, wie ihr es halt gerne hättet, natürlich meistens nur JavaScript-Dateien. Und dann geht da ein Roboter drauf, in dem Fall zum Beispiel Internet Explorer, und testet das einmal durch. Das sehen wir gleich, das ist eigentlich gar nicht so schwer. So, ich korrigiere Roboter, das war das nächste Thema. Da wird einfach diese JavaScript ausgeführt. Und ich möchte jetzt einfach mal so einen bestehenden, muffigen HTML-Seite verbessern. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt hier den VN Garfield. Der symbolisiert jetzt so eine typische Webanwendung, wie wir sie kennen. Hello Garfield, die einzige Logik, die diese Webseite hat, ist es, eine Überschrift erster Ordnung mit einem Text zu versehen. So. Und in dem Fall ist jetzt zum Beispiel die Klasse Garfield komplett nicht gedunit-testet. So. Da würde ich jetzt sagen, schlagen wir einfach mal ein, wir installieren uns jetzt mal Karma, kamarifizieren das Ganze und heraus soll jetzt zum Beispiel ein Test kommen, der beweist, dass Garfield.js tatsächlich immer diesen String Garfield zurückliefert. Das klingt trivial, aber so trivial kann es ja nicht gewesen sein, sonst würde es ja jeder machen. Und da kann mir keiner was erzählen, das macht nicht jeder. Ich habe da also mal was vorbereitet. In einem Ordner, den ich jetzt öffne. Übrigens, diese ganzen Sachen, die wir jetzt sehen, die sind natürlich auch auf GitHub eingescheckt. Damit ihr nachher alles einmal noch in Ruhe ausprobieren könnt. Also keine Sorge, ich tippe schnell, das sagen viele Leute. Und ich spreche noch viel schneller, das sagen noch mehr Leute. Deswegen nehme ich das ja auch alles auf Video und nachher werden wir das dann nochmal in Ruhe angucken können. Also, wie geht's los? Wir schauen uns das mal an. Das ist jetzt eine ganz normale HTML-Seite, ziemlich langweilig, nichts passiert darin. Und Karma basiert auf NPM, das ist der Paketmanager für JavaScript. Davon habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Oder, ansonsten ist er schnell erklärt, das ist das NuGet für JavaScript. Pakete sind meistens JavaScript-Datei oder auch durchkompiliertes
durchkompilierter Code. Das kommt über diesen NPM-Befehl rein und zum Beispiel Karma ist komplett auch über NPM verfügbar. Das bedeutet also, der erste Schritt, den wir machen, ist NPM init. Damit werden wir eine Package.json erstellen. Die wird nachher alles steuern. Damit sage ich genau, welche Version von Karma ich habe. Das bedeutet nicht irgendeine Version global installiert. Das macht man nicht, sondern wir nehmen eine ganz spezielle, in dem Fall halt die neueste. Das ist wichtig. Habt ihr mehrere Karma-Projekte, kann es nämlich sein, dass ihr dann doch kleine Unterschiede habt zwischen den Projekten und dann ist es doof, eine globale Installation zu haben. Deswegen packen wir jetzt alles in den sogenannten Node-Modules-Ordner. Zuerst brauchen wir allerdings eine fertige Package.json. Dann denken wir uns einen Namen aus oder nehmen den Vorschlag. Eine Version ist auch okay, eine Description ist sinnvoll. Im Entry Point haben wir keinen, weil in diesem Fall werde ich nur Tests hineinfügen, aber man kann diese Frage nicht abbrechen. So, dann greife ich mal vor, der Befehl, um Karma auszuführen, wäre Karma Test. Wird sicher fast jeder gedacht. Und Git Repository haben wir heute nicht. Keywords brauchen wir auch nicht. License, was nehmen wir? GPL, MIT? MIT. Das sieht gut aus, also wir sehen jetzt hier alles schon mal vorbereitet. Jasmine Core, Jasmine Chrome Launcher, Karma Require.js, das weiß er alles schon, weil ich das in meinen Node-Modules-Ordner habe. Ansonsten würde ich npm install karma safedev eingeben. Und dann würde ich zum Beispiel Karma installieren. Das mache ich aber aufgrund von WLAN auf Konferenzen nicht. Ich habe das extra schon vorbereitet. Damit würde ich jetzt in diesen Dependencies-Ordner Karma hinzufügen. Das nächste, was man machen sollte, wäre nicht nur Karma zu installieren, sondern zum Beispiel die globale Command-Line. Die ist dann nicht gefährlich. Karma CLI sorgt dafür, dass dieser Karma-Befehl immer mit dem aktuellen Node-Modules-Ordner verknüpft ist. Also da, wo ihr seid, guckt ihr ein bisschen in den Verzeichnissen und sucht das passende Karma-Skript, führt es aus. Unter Windows ist das zum Beispiel eine Batch-Datei, unter Linux keine Batch-Datei. Ich mache das heute auch alles unter Windows, um zu zeigen, dass das jetzt nicht eine Frage ist des Betriebssystems, als eine der vielen Ausreden. Das ist nicht Linux-lastig, das funktioniert genauso gut auf dieser Kiste wie auf einem Ubuntu. Dann installieren wir noch Karma Jasmine, Karma Chrome Launcher, das haben wir hier als Dependencies. Und dann wäre die Sammlung soweit fertig. So, jetzt haben wir unsere Pakete. Und das nächste, was man dann so machen müsste, ist eine Karma Init anzulegen. Das ist nochmal eine Config-Datei. Da werden wir so einige Sachen mit uns gefragt. Was wollen wir für ein Test-Framework nehmen? Da wähle ich doch einfach mal Jasmine aus. Möchten wir Require.js einsetzen? Da komme ich nachher zu, jetzt erstmal nicht. Dann, welchen Browser möchten wir haben zum standardmäßig testen? Nehmen wir jetzt erstmal Chrome. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Internet Explorer nehmen. Und wo soll meine Testdateien liegen? Da könnte man zum Beispiel sagen Sternchen/.js, dann würde er zum Beispiel alle Ordner nach JavaScript durchsuchen. Dann werden wir noch ein paar mehr Fragen befragt. Und damit ich jetzt nichts falsch tippe, schummel ich mal ein bisschen. Na. Nehmen wir mal eine fertige Package.json. Na, die haben wir ja schon. Und eine fertige Karma-Conf.js. Nichts ist unschöner, als während einer Präsentation dann doch irgendwas falsch gemacht zu haben. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also wir sagen jetzt einfach damit, dass in meinem Basepass, also da, wo die Skripte sind, da soll er sich jetzt alle Dateien laden. Das Framework, das wir verwenden, ist Jasmine. Ihr könnt auch gerne Mocha nehmen. Dann Autowatch True, das ist eine feine Sache, dann werden immer eure Teste gleichzeitig hintereinander wieder ausgeführt, sobald ihr eine Datei geändert habt. Und heute nehmen wir Chrome. Zum Beispiel, ihr werdet wissen, was passiert, wenn ich hier Firefox reinschreibe. Dann führt das zum Beispiel in zwei Browsern aus. Und wirklich wichtig ist, dass man da IE, Internet Explorer, reinschreibt. Ich habe dann extra auf dem Build-Server, haben wir immer den Internet Explorer 8, weil wenn es im Internet Explorer 8 läuft, dann überlebt das jeden Ansturm, weil das ist wirklich das kleinste gemeinsame Glied, zumindest in meiner Firma muss ich leider immer noch den Internet Explorer 8 unterstützen. Und ich sage euch, ganz viele Leute vergessen immer wieder, dass es zum Beispiel Object.keys nicht gibt. Zack, läuft der Code nicht unter Internet Explorer. Naja, so ist es halt. So, jetzt haben wir da diese Karma-Config-Datei, das ist
leicht zu verstehen, was das Ganze macht. Und jetzt können wir schon anfangen, Karma-Tests zu schreiben. Also schreiben wir mal hin, Karma Start. Mein Browser öffnet sich. Schauen wir mal. Na gut, klar. Das hat soweit alles geklappt. Wir sehen hier 0 auf 0 Test executed. Was fehlt uns noch? Ein Test. Den will ich mal anlegen. Ich möchte jetzt einfach mal beweisen, dass dieser Konstruktor Garfield tatsächlich auch diesen Output hat, den er haben soll. Es geht jetzt nicht darum, um das Thema, wie kann man jetzt Tests schreiben, also was gibt es da für verschiedene Stile und so weiter. Da seid ihr als Entwickler selber definitiv in der Lage zu testen. Mir geht es ja wirklich darum, das mal zu machen mit JavaScript. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Getter getestet, auch wenn es natürlich äußerst trivial ist. So, Test Karma Protector, wir gehen in den Examples-Ordner rein. Hier haben wir unser Skript, Garfield.js. Und weil ich heute mal gute Laune habe und auf Autovervollständigung Lust habe, auch wissen, weil ich weiß, dass die Konferenz hier sehr .NET-lastig ist, nehmen wir mal einfach eine Applikation, die wir mit Visual Studio entwickeln und trotzdem den ganzen JavaScript-Support haben. Gehen wir sie rein, Examples, Hello Garfield, so, Select Folder. Also das ist so ein kleiner Trick, wer Visual Studio gerne benutzt und Resharper mag und trotzdem die ganzen Tools haben möchte, der installiert sich einfach diese Node.js-Tools vor Visual Studio und zack, ist dann Visual Studio eine einwandfreie JavaScript-Entwicklungsumgebung. Das habe ich jetzt einfach nur gemacht, damit ich jetzt schön Autovervollständigung habe. So, dann kopieren wir die mal so, zack. Ich mag es zum Beispiel, die Dateien immer Spec zu nennen. Das steht für Specification. Andererseits kann man als Deutscher da einen sehr lustigen Witz drauf machen. Lecker Speck. Zumindest war das bei mir auf Arbeit immer ein großer Witz. Das klingt zum Anfang nicht lustig, aber wenn man eine Weile drüber nachdenkt und den ganzen Tag über Speck redet, dann wird es witzig. Und das geht ja wie gefolgt. Wir hatten es ja schon auf den Folien. Wir gehen mal in die Beispiele nochmal rein. Nehmen uns mal als Grundlage einen vorgefertigten Test. Ich vertippe mich immer so gerne. Und passen das einmal entsprechend an. Also sagen wir mal, describe die Garfield-Klasse. Ich bin großer Fan davon, dann auch so zu schreiben, dass es halt um die Klasse Garfield geht. Brauchen wir kein Arrange, das ist nicht viel zu tun. Sagen wir also Garfield should know his name zum Beispiel. Und dann machen wir jetzt hier ein kleines Arrange. Wo ihr es macht, ist mir egal. Wir machen es mal hier direkt in dem It-Bereich, war Garfield, ist gleich New Garfield. Machen wir mal einen Fehler rein. Und sagen dann Garfield get name to be Garfield. So. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie schön das alles auch funktioniert und wie angenehm das ist. Vorbei die Zeiten, wo Testen keinen Spaß macht. Also, starten wir das Ganze nochmal. CMD. Ich hätte es nicht schließen sollen. Diesmal machen wir es mal anders. Wir hatten ja vorhin das im NPM-Befehl schon angegeben, dass wir gerne als Standardbefehl für die Teste karma.start machen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal an NPM-Test. Na, was habe ich denn vergessen? Karma.start. Config-Datei habe ich. Da habe ich mich wohl verschrieben. Nee. Nochmal. In der Package.json steht hoffentlich. Na dann, eigentlich hätte es klappen müssen. Halten wir uns damit nicht auf. Karma-Test. Karma. Ich rede die ganze Zeit von Test, dabei ist doch der Befehl Karma Start. Also Alexander, das hast du gewusst. Du hast einfach nur abgewartet, ne? Oh. Das ist aber jetzt fies gewesen, ne? Weil NPM Test startet Karma Start. Das hast du gewusst. Du lachst, ich sehe dich. NPM Test. So, jetzt startet Karma.
Und wenn ihr jetzt debuggen wollt, dann kennt ihr sicherlich als Webentwickler, ich schätze mal, viele von euch sind Webentwickler, sonst würden sie hier nicht sitzen, den Chrome-Debugger und wissen, dass er besser ist als der Firebug. Und den habt ihr auch hier. Wir drücken auf den schönen Knopf und finden jetzt zum Beispiel heraus, warum der Unit-Test rot ist. In dem Fall sehen wir das einfach mal in den Sourcen, Base, Garfield Spec. Hier, dieser Test haut nicht so richtig hin. Das kann dann entweder an der Funktionalität liegen oder der Unit-Test an sich ist falsch. Kann ja auch sein. Schauen wir also mal nach, warum läuft dieser Test hier nicht durch? Warum ist er rot? Ich gehe in die Zeile, sehe, hier ist das Problem. Und wenn wir jetzt mal richtig gut drauf sind und Chrome mögen, dann machen wir dann sowas. Dann können wir die Datei sogar so abspeichern. Dann gehen wir mal in das Verzeichnis rein, wo die Datei hingehört. Und dann benutze ich jetzt mal zum Beispiel Chrome als Entwicklungsumgebung. Ich finde das herrlich. Das hätte mir jemand das vor ein paar Jahren gesagt. Hätte ich es ihm nicht geglaubt. Ich benutze jetzt einfach Chrome so, weil ich es kann. Zack, der Test ist durchgelaufen. Ich habe jetzt bewiesen, dass die Klasse Garfield das tut, was sie soll. Und ich möchte das sagen, da kann sich doch jetzt keiner mehr beschweren, oder? War das schwer? Und ich sage euch, so ist Unit-Testing heute. Das ist jetzt nicht wirklich mehr anstrengend, schwierig und es gibt Gründe, das nicht zu tun. Wenn alles so einfach wäre, wie einen Test in Karma zu schreiben, dann wäre Software besser, als sie ist. Also an dem Tooling kann es nicht liegen. Ich sage euch, das macht Spaß. Ihr werdet noch viele Sachen erleben. Zum Beispiel, dass teilweise die Dateien in der falschen Reihenfolge kommen. Hier habe ich jetzt ein bisschen geschummelt. Wir schauen uns das Ganze mal an, was generiert wurde. Ich wusste halt, dass er erst die Garfield.js lädt und dann die Garfield-Spec. Wenn das aber andersrum ist, dann haben wir ein großes Problem. Und da gibt es jetzt die große Gretchenfrage unter Entwicklern. Kennt ihr sie? Also ihr könnt euch entscheiden zwischen Knockout und Angular und ihr könnt euch entscheiden zwischen jQuery und, nee, da gibt es keine Entscheidung. Aber zumindest, es gibt immer so die, oder ja, Vanilla.js versus jQuery, genau dasselbe. Ihr habt immer diese große eine Gretchenfrage, die die Fraktionen in zwei teilt. Und das habt ihr auch bei den sogenannten Modulloadern. Die Gretchenfrage lautet hier, nehmen wir Plain. Ach, Mist, falsche Folie. Die Gretchenfrage lautet nämlich, nehmen wir Require.js oder Common.js? Wenn ihr sagt, wir laden die Datei per Skript, dann sage ich, nee, das macht man nicht. Aber die große Frage bleibt dann immer noch, nehmen wir jetzt Require.js oder nehmen wir Common.js? Modulloader im Web sind wichtig, aber wir können ja mal gucken, wie es hier die Fraktionen spaltet. Wer von euch benutzt im Projekt Require.js? Ja, ich zähle mal so 10. Und wer von euch benutzt Common.js? Ja, nur 4. 5? Ich hätte jetzt gedacht, Hälfte, Hälfte. Ja, meistens ist es immer so die spaltende Frage. Ich sage jetzt einfach mal, Require.js ist besser. Das ist total unqualifiziert, so etwas zu sagen. Aber das ist jetzt meine Meinung. Und die Hälfte von euch wird sagen, Common.js ist besser. Und da werden wir nicht auf den grünen Nenner kommen. Das wird so immer die Sache sein, dass die Hälfte Common.js mögen und die Hälfte Require.js. Jetzt requirisieren wir das Ganze mal. Webpack ist noch besser? Nee. Nein, kann doch nicht sein. Und ich sage, irgendwann sagen dann alle Module oder sind doof. Back to the roots, Skript. Ja. Da hast du recht. Aber ja, dann ist es ja Common.js, wenn ich ist irgendwie so mir so recht hindrehe, die Definition. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen jetzt mal ein bisschen dafür sorgen, dass die Dateien nicht einfach so durch die Gegend rauschen, sondern dass sie in einer definierten Reihenfolge kommen. Und dafür sind Modulloader gut. Also auf Deutsch zum Beispiel, meine Applikation sagt, ich hätte Garfield.js gerne und wenn Garfield.js weitere Abhängigkeiten hat, dann nimmt Garfield.js halt zum Beispiel noch eine Abhängigkeit auf jQuery. Zu dem ganzen Thema habe ich übrigens Webinare gemacht bei Developer Media. Kann ich euch empfehlen, da gehe ich dann detailliert ein. Jetzt machen wir das Ganze einfach mal in der großen Geschwindigkeit, indem ich jetzt einfach mal Sachen vorbereitet habe. Sonst schaffen wir ja nicht alles. Also nur Karma-Tests zu schreiben, ohne einen Script-Loader, finde ich persönlich nur die halbe Miete. Deswegen, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das Require.js-Framework. Wir könnten jetzt Bover nehmen oder schon wieder so viel Loader für JavaScripte.
diesmal, um die Abhängigkeiten zu holen. Ich könnte auch Require.js über npm mir holen, aber ich mache es heute auf die gute alte Art und Weise. So. Nehme ich noch diese beiden Dateien und die erläutere ich mal kurz. Das Wichtigste ist immer so eine Require-Config.js. Da muss nicht viel drinstehen, aber was da halt zum Beispiel drinsteht, ist, wo liegen die Dateien in welchen Ordner. In dem Fall ist es halt mein Scripts-Ordner. Ansonsten müsste ich, um das Garfield-Modul zu identifizieren, müsste ich schreiben test-garfield. Und das ist hässlich. Deswegen base-ul-scripts, damit das Ganze schick ausschaut. Das werden wir gleich sehen. So, require-config, da könnt ihr noch viel mehr reinschreiben, ihr könnt Timeouts festlegen und so weiter. Nachher benutzen wir diese require-config nochmal, deswegen, so sieht sie aus in einem leeren Projekt, später ist sie so groß. So, jetzt gucken wir uns die JavaScript-Datei an, die da wir so hatten. Dafür nehmen wir jetzt mal gerne Visual Studio. Das hier ist doof. Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist das Require.js Framework. Das soll ab sofort unsere Skripte laden. Also sagen wir jetzt zum Beispiel hier Scripts. No. Ich bin ja im völlig falschen Studio, oder? Ja. Das wollte ich nehmen. Habt ihr das Problem auch immer, dass sich das falsche Visual Studio öffnet? Ich habe 2013 installiert und immer öffnet sich 2012. So. Klappt es jetzt? Na, dann tippe ich es einfach mal per Hand. Require. Nachher werde ich dann analysieren, woran es lag. Das hätte ich mir jetzt schöner vorgestellt. Require.js ist das Framework, das wir brauchen. Und dann zeige ich euch einen kleinen Trick, wie man das alles schön organisiert. Ich persönlich bin großer Fan davon, Data Main zu benutzen, Scripts und eine sogenannte Init-Datei anzulegen. Das ist so mein zentraler Startpunkt. Sonst müsste man hier erstmal die Config-Datei reinladen und dann auch noch die Require.js-Datei. Da habe ich schon wieder zwei Scripts hintereinander, das wird nicht schön. Und mein Lieblingspattern für Require.js ist es übrigens, diese Init-Datei in dem Scripts-Ordner. Ja, da ist sie ja schon. Sie lädt zwei Sachen hintereinander. Also das sieht man nicht immer, aber wer Require.js kennt, der sagt jetzt, huch, was machst du denn da? Ich lade jetzt erstmal die Require-Config. Dadurch kann ich nochmal Require neu konfigurieren, in dem Fall halt die Pfade ändern. Und dann lade ich erst meine Abhängigkeiten. Das ist die einzige Stelle, wo ich die Requires ineinander verschachtel. Das sieht man selten, aber das ist für mich so ein kleiner Trick, wenn ihr Require.js einsetzt, den ich eigentlich sehr pfiffig finde. Also ich lade jetzt erstmal die Config-Datei rein, habe dann meine Umgebung eingestellt und dann lade ich mir die Klasse Garfield und mache den bekannten Code. Ich instanziere den Konstruktor und innere den Text dann in das GetElementById. So, gucken wir mal, wie weit wir jetzt schon gekommen sind mit unserer faulen Garfield-Anwendung. Da klappt wohl noch nicht. Deswegen, Taste F12 ist bei mir schon richtig ausgenutzt. Was ist denn das Problem? Garfield ist undefined. Dann müssen wir ein bisschen schauen, was läuft denn hier falsch. Garfield.js, ich wusste es schon, muss ja noch in das sogenannte AMD-Format gebracht werden. Das bedeutet einfach, ihr schreibt Describe rum und macht das quasi ladbar, asynchron. Es muss ein Callback haben, sonst funktioniert das Ganze nicht bei dem sogenannten Asynchron-Modul-Definition-Format von AMD. So, also gehen wir nochmal in dieses Garfield rein. Schreiben hier einfach hin. Define. Jetzt wendet sich das Auto-Vervollständigen gegen mich. Jetzt definiere ich einfach ein Modul, das ist gar nicht schwer. Und das, was ich zurückgebe, ist dann der Wert dieses Moduls, der dann überall bekannt gemacht wird. In dem Fall halt dieser Konstruktor hier. Damit ist das jetzt schon ins AMD-Format gebracht. Schwer ist das nicht. Dasselbe jetzt nochmal mit dem Test.
der sagt jetzt, ich hätte gerne die Datei Garfield oder das Modul Garfield, und wenn es dann endlich da ist, dann kann ich es benutzen. So einfach geht das, und jetzt lädt dieser Test die Klasse Garfield rein, die in der Datei Garfield.js ist. Es ergibt sehr viel Sinn, das alles gleich zu benennen, sonst macht euch das total wirre im Kopf. Also Konstruktoren, großes G in der Klasse Garfield.js, und wenn es nur eine Methode ist, dann mit Kleinbuchstaben in der Kleinbuchstabe.js. So. Jemand hat mir zugestimmt, ne? Und geklopft. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Leute, die drehen das irgendwie und dann versteht das nachher keiner. Also es ergibt sehr viel Sinn, die Dateinamen sowie die Modulnamen zu haben und niemals auf die Idee zu kommen, zum Beispiel dem Modul hier einen anderen Namen zu geben. Damit kriegt ihr jeden verwirrt. Das Modul heißt jetzt Smiley und das findet keiner wieder. Deswegen machen wir das implizit über den Dateinamen. So, jetzt haben wir das Ganze gebaut und jetzt müssen wir Karma noch ein bisschen erweitern. In dem Fall müssen wir die Karma-Config-Datei noch ein kleines bisschen anpassen. Und zwar brauchen wir jetzt diesen Teil hier. Wir brauchen nicht nur das Framework Jasmine, sondern auch noch das Framework Require.js, also das ist eine spezielle Require.js-Variante für Karma. Und wir laden jetzt einfach nur noch diese require-config-karma.js hinein, die wir jetzt gleich erstellen werden, und laden diesmal die Dateien nicht im Script-Text, sondern machen sie einfach nur im Webserver verfügbar. Das ist dieses Schlüsselwort included. Also ersetzen wir jetzt mal den Inhalt dieser Datei in besagtem Ordner karma-config.js. Keine Sorge, das ist alles nachher im GitHub-Repository zum nochmal nachprobieren. So. Also ich traue mich jetzt auch nicht, das per Hand zu tippen, das haut nicht hin. Irgendwas vergessen und dann klappt es nicht mehr. So, probieren wir mal aus, wie weit wir kommen, indem wir jetzt nochmal den Karma starten. So, nichts passiert. Was ist denn hier nur los? Und jetzt sehen wir hier, der hat ja gar keine Datei mehr gefunden. Also die Dateien wo sind sie nur hin? Nicht passiert. Müssen wir wohl noch was machen. In dem Fall müssten wir nochmal alles kontrollieren. Wir haben die Config-Datei angepasst. Was wir auch noch machen müssen, ist die Require.js-Datei anpassen. Er soll halt alle Skripte, die mit dem Namen spec enden, die soll er automatisch als Abhängigkeit laden, damit sie auch ausgeführt werden können. Das habe ich mal entsprechend für euch schon soweit dabei. Das ist eine spezielle Karma-Config. Ja, so, hier hin. Dieses Snippet, das findet ihr auch direkt so bei Google, das geht jetzt einfach durch dieses magische window.underscore-karma-files, for each dadurch durch, sucht jetzt alle Dateien, die eurem Pattern entsprechen, also ich habe ja die Datei immer spec genannt, und diese Dateien werden jetzt in ein Array gepackt, all test files, und das sind die sogenannten deps. Das ist so der Indianer-Trick, um alle Dateien oder Module mit der Endung specs automatisch zu laden, und dann werden sie alle schon mal ausgeführt, also defined quasi, und dann wird einmal zum Schluss, wenn alle Abhängigkeiten da sind, window.karma start ausgeführt und los geht's. Also es ist wichtig, dieses Schnipsel findet ihr aber auch genauso erläutert auf der Google-Seite. Ich habe es jetzt ein bisschen kürzer gemacht, als es im Original war. Also das Modul muss mit der Endung spec heißen und dann wird es einfach in so ein Array gepackt. Ihr seht, ihr könnt Karma so anpassen, wie ihr das wollt. Das ist alles im Endeffekt nur JavaScript und ihr könnt euch das so hindrehen, wie ihr wollt. Seid ihr lieber der Meinung, dass Tests mit Test enden sollten, dann schreibt ihr das halt so und schon habt ihr das entsprechend angepasst für eure spezielle Pipeline. Du hast eine Frage, klar. Ja, Object-Prototype.keys ist nicht da. Wenn ich das jetzt testen würde im IE8, dann würde es Boom machen.
Du hast völlig richtig aufgepasst. Ja, dieser Test, den habe ich der Einfachheit wegen mit Object.keys gemacht. Und das hast du auch gleich entdeckt. Völlig korrekt. Also dieses Schnipsel läuft nicht im IE8. Ich habe gedacht, das merkt keiner. Na, du hast recht. Natürlich müsstest du dann hier einfach durchiterieren. Das geht ja auch. Aber es sieht nicht so cool aus bei einer Demo. So, kontrollieren wir also die karma-config.js. Also, gut aufgepasst, wirklich gut. Dann hier die Config. Ich lade alle Dateien im Ordner. Framework.js.mod require. Das sollte soweit passen. Jetzt habe ich schon wieder das CMD zugemacht. Und Daumen drücken, dass der Demo-Gott mir hold ist. Karma start. Karma läuft. Und ein Test wurde ausgeführt. Hat ja geklappt. Wir können nochmal hier schauen. Jetzt wurden die Dateien tatsächlich auch geladen. Ich sehe jetzt hier Base, Garfield.js und Garfield.spec in der richtigen Reihenfolge. Und nicht mehr durch Zufall, sondern so wie es soll. Das wären so die wichtigsten Sachen, die ihr unbedingt berücksichtigen müsst. Ihr solltet auf jeden Fall Karma einsetzen. Das ist jetzt so meine Behauptung. Und ihr solltet auf jeden Fall euch für einen dieser beiden Modulloader entscheiden. Also entweder Browserify zum Beispiel für das CommonJS-Format oder Require.js für das AMD-Format. Ich habe euch jetzt mal im Schnelldurchritt Require.js gezeigt. Gut, jetzt können wir also beweisen, dass unsere Software die einzelnen Units, zum Beispiel der Konstruktor Garfield, funktioniert. Also die Konstruktorfunktion funktioniert. Aber schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Wer sagt uns denn jetzt, dass ich nicht mal irgendwann auf die Idee gekommen bin und jetzt hier die ID ändere im HTML? Wir werden sehen, jetzt ist da wieder ein Fragezeichen. Garfield steht da nicht im Text. Und das ist ja halt doof, weil die einzelne Unit funktioniert zwar, aber das Gesamtprodukt nicht. Und das passiert auch häufig. Also während jetzt solche fachlichen Anforderungsfehler in eurer Domänenlogik vielleicht damit gut testbar ist, also all das, was euer Geschäft so ausmacht, all diese Regeln, die ihr habt, all diese kleinen Units, die gehen, aber ob das dann tatsächlich hinten im HTML ankommt, das ist wiederum eine ganz andere Frage. Und häufig ist es halt nicht der Fall. Da hat dann irgendjemand sich beim Layouten gedacht, ja, wozu brauche ich eine ID, macht sie weg und schon geht es nicht mehr. Das Business, die Fachabteilung sagt, der Knopf muss unbedingt rot sein. Das ist richtig, richtig wichtig. Und dann kommt dann irgendwann nach einem halben Jahr jemand und sagt, ah, wir machen ein neues Design, wir machen alle Knöpfe grün. Das ist ein sogenanntes Regressionsproblem. Also irgendjemand hat mal vor einem halben Jahr was gesagt, das haben wir alle schon wieder vergessen. Und dann ändern wir alles ab und irgendwann kommt die eine Person an und sagt, Leute, wieso habt ihr den Knopf jetzt grün gemacht? Der muss doch unbedingt rot sein, sonst kommen wir in den Knast. Und dann sagt er, toll gewesen, wir wussten es nicht mehr. Und für sowas ist es auch ganz wichtig, dass man einfach solche generellen Anforderungen, Sachen, die sich per Regressionstest klären lassen, dass man die einfach tatsächlich in Code schreibt. Einerseits dokumentiert das schön das System, andererseits kann ich beweisen, dass auch alles wirklich so hinten landet, zum Beispiel, dass da der Garfield-Test ist. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass halt nach einem halben Jahr jemand noch wusste, was wir eigentlich vor einem halben Jahr gewollt haben. Also gerade wenn man so im agilen Prozess ist, dann ist es ja eigentlich auch gewollt, dass man ständig das Produkt neu entwickelt. Und teilweise entwickelt man dann zum Beispiel Sachen, das ist mir letztens passiert, die sich gegenseitig logisch ausschließen. Also da war so ein Grid wieder, da war die Anforderung, wenn ich von dem Grid auf eine Detailseite gehe und zurück, dann soll er weiterhin auf Seite 2 sein. Sehr sinnvolle fachliche Anforderung für so eine Single-Page-Anwendung, sonst sind die User total verwirrt. Dann war aber die nächste Anforderung irgendwann mal, wir möchten das Ganze filtern. Du filterst, gehst auf die Detailseite, gehst zurück. Und jetzt war das Problem, es war eine Anforderung, dass der Filter beim Zurückgehen resettet werden soll, weil das ja die Leute verwirren könnten, dass sie vergessen hatten, einen Filter zu haben. So kommt es dann also, dass du die Seite gefiltert hast, du bist auf die Detailseite gegangen, du gehst zurück und der Filter geht weg und dann das Ergebnis, was auf Seite 2 ist, ist jetzt ganz woanders. Beide Anforderungen völlig sinnvoll. Einerseits merkt ihr die letzte Seite, andererseits der Filter soll resettet werden beim Zurückgehen, die sich in der Summe total gegenseitig beißen. Und sowas fällt einem dann mit Regressionstest erstmal auf.
Weil der alte Test hat gesagt, ich gehe auf Seite von dem ersten Ergebnis auf die Seite 2 und wieder zurück und dann möchte ich dieselben Ergebnisse haben wie vorher. Und dann fällt das sofort auf, oh Gott, diese fachliche Anforderung, die sich jemand ausgedacht hat, die ergibt ja gar keinen Sinn mit dieser anderen fachlichen Anforderung, die wir vor einer Weile hatten. Das passiert extrem häufig und wird dann als Bug eingekippt. Dabei ist das gar nicht ein Entwickler schuld. Das war definitiv ein fachliches Problem. Aber sowas fällt einem halt nicht auf. Wenn ein Produkt groß ist, keine Chance. Und für sowas brauchen wir halt Oberflächentests, die uns das Leben entsprechend vereinfachen. Oberflächentest ist das deutsche Wort dafür. Im Englischen nennt man das End-to-End-Test. Ist dasselbe, laut meiner Ansicht. Und da gibt es auch was aus dem Hause Google, wiederum, um uns das Leben leichter zu machen. Das Ganze nennt sich Protractor. Es sieht extrem so ähnlich aus wie Karma. Und theoretisch könntet ihr auch Karma dafür benutzen, aber das ist nicht so schön. Was haben wir nämlich da in diesem ganzen Toolset drin? Wir haben einerseits, haben wir Selenium, das kennen viele von euch, das ist irgendwie so der Klassiker. Es gibt so viele Tools, die auf Selenium aufbauen. Ich durfte mir gestern erzählen lassen, dass Selenium ja nicht nur für Browser da ist, sondern auch Android entwickeln, testen kann und iOS-Anwendungen testen kann. Finde ich irre, wusste ich vorher nicht. Deswegen ist diese folgende Slide jetzt ein bisschen falsch. Selenium 2.0 basiert aus dem Konzept der Webdrivers. Das ist viel besser als Selenium, dem alten Remote-Control-Servern. Das waren Hackmack, die einzusetzen. Mittlerweile funktioniert das ganz gut. Ihr habt einfach einen Webdriver, das ist da meistens ein Browser-Plugin, das einfach eine API zur Verfügung stellt, mit dem man dann über das sogenannte Webdriver-Wire-Protokoll kommunizieren kann. Und dieses Protokoll, du hast eine Frage? Na, selbstverständlich läuft das auf allen Browsern. Das gibt wirklich für jeden Mist einen Webdriver. Es gibt für PhantomJS, für Internet Explorer, für alle Versionen von Firefox. Firefox ist der Default bei Selenium, Chrome und halt sogar, ihr könnt sogar mit Selenium irre Silverlight testen. Yeah. Ja. Einer hat. Der Gregor. Doch, das geht. Ich war auch irre. Also Leute nehmen dieses Webdriver-Wire-Protokoll, um damit tatsächlich sogar andere Sachen anzusprechen. Und dann habt ihr sogenannte Bindings. Dann habt ihr in eurer beliebten Programmiersprache, zum Beispiel für C#-Binding, gibt es auf NuGet, könnt ihr dann solche Remote Procedure Calls, nenne ich sie mal, hin zu einem dieser Webdriver lenken. Das kann dann entweder in so ein Selenium Grid reingehen, wo dann so eine ganze Serverfarm auf euch wartet und euch dann jede Version vom IE8 zur Verfügung stellt. Oder, und das machen wir heute, wir gehen einfach auf Localhost direkt zum Beispiel zum Chrome. Wir nehmen jetzt nämlich den Chrome-Driver und der wird von Webdriver JS gesteuert. Das sind die JavaScript-Bindings für Selenium. Und ganz am Schluss hat dann Google on top of Webdriver JS Protractor gebaut. Wer Selenium-Tests geschrieben hat in seinem Leben, weiß, dass es teilweise schön ist und Spaß macht und teilweise nicht Spaß macht. Und das können die Jungs von Google gut. Probleme verstecken, hinterleeren und dass ihr das Ganze nicht mehr seht. Ein Beispiel ist, normalerweise müsst ihr den Browser kompliziert konfigurieren und so weiter. Das ist dann die Variable, die man häufig Driver. Irgendwas nennt. Und die Protractor-Tests, die liefern euch einfach eine globale Variable Browser. Mehr nicht, Browser und los geht's. Und das ist dann eine Zeile gleich mit der Annahme versus erstmal 5 Zeilen konfigurieren. Für sowas liebe ich Google, dass sie mir solche Probleme wegextrahieren. Und es macht dann wirklich Spaß. Die Terminologie bei Selenium ist übrigens Gurke. Also teilweise steht Webdrivers für das Selenium 2.0 Projekt. Es gibt dann so ein krasses Chart, wie diese ganzen Benamungen zustande kommen und was dann nachher in dieses W3C-Spec reinging und so. Das ist irre. Das ist natürlich nur der Versuch einer Begriffsdefinition von Selenium. Also jeder, der Selenium schon mal benutzt hat, landet dann auf so einem Chart, um zu gucken, was wie heißt und was das jetzt ist. Also wir benutzen jetzt Selenium Version 2.0 und ist uns völlig egal, was dahinter steckt, weil wir Protractor haben. Installation folgt erneut mit npm. Das mache ich diesmal nicht. npm install global Protractor. In dem Fall ist es nicht so schlimm, das global zu installieren, weil ihr geht ja höchstwahrscheinlich sowieso gegen eine entfernte Maschine. Dann benutzt man diesen Webdriver-Manager, damit installiert man einfach mit Webdriver-Manager Leerzeichen abdreht, zum Beispiel diesen Chrome-Driver und alles ist fertig.
Und dann benutzt ihr WebDriver Manager Start und los geht's. Damit könnt ihr euch dann gegen Localhost verbinden und zum Beispiel einen Browser fernwarten. Genau das haben wir jetzt vor. So. Das Tippen ist dann hier ein kleines bisschen mehr, deswegen speichere ich es mir zu tippen und gehe gleich mal da rein. Ich habe jetzt mal wieder Batch-Dateien vorbereitet. Das könnt ihr allerdings auch unter Linux ausführen. WebDriver Manager Start geht auch genauso unter Linux und Unix und so auszuführen. Starten wir ihn mal. So, jetzt haben wir hier einen Server, der darauf wartet, dass wir ihm Befehle geben. So, das nächste ist, wir brauchen noch eine kleine Webseite, die wir jetzt mal prüfen wollen. Da habe ich auch was vorbereitet. Alexander, dein Expressbeispiel hatte 10 Zeilen. Guck mal, mein Expressbeispiel braucht nur 3. Damit starte ich jetzt einen kleinen Server, in dem Fall halt so ein AngularJS Calculator, das ist eins der Standardbeispiele von Protractor. Zack, und dann auch mal zu zeigen, dass das Problem in der Webentwicklung ja immer ist, dass etwas länger dauert. Irgendwas wird getan und dann heißt es kurz warten und dann geht es weiter. Das ist wichtig bei solchen Tests. Ihr könnt nicht gleich sagen, oh, guck jetzt, was für ein Titel auf der Seite ist. Könnte ja sein, dass der Browser noch nicht aus dem Knick gekommen ist. Gerade beim Internet Explorer wartet man ja auf alles etwas länger. Dann könntet ihr entweder so kurz schlafen lassen und hoffen, dass es nach 2 Sekunden gekommen ist, das Ganze, oder ihr programmiert asynchron eure Tests und WebDriver.js macht tatsächlich alles asynchron. In C-Sharp-Bindings ist das nicht der Fall, laut letztem Stand, den ich hatte, und in dem WebDriver.js, der ist aber komplett leicht so asynchron gebaut. Das könnte Probleme geben, würden wir nicht auf Protractor setzen. Nur mal so, dass man es weiß. Also das Ganze in WebDriver.js basiert auf Promises. Also ich versuche zum Beispiel den Titel vom Browser mir zu holen, aber es könnte sein, dass es einen kleinen Moment dauert. Da haben wir eine Config-Datei. Hier zum Beispiel verbinde ich mich jetzt gegen diesen Selenium Hub, den man auch per Hand ansteuern kann. Und ich kann dann zum Beispiel sogar hier den Chrome auswählen und könnte zum Beispiel jetzt auch einen Screenshot machen. Zack, macht er den Screenshot. Das ist ganz toll, wenn so ein Test schief läuft, dann kann man später gucken, was war denn auf der Bildseite so zu sehen. Teilweise fehlt da so ein Zertifikat und sowas in der Filmumgebung und dann sieht man sofort die Zertifikatswarnungsseite und dann weiß man, das lag es daran, das war jetzt gar nicht mein Test, der falsch lief oder sowas. Ein Screenshot zu machen bei einem fehlschlagenden Test ist eine feine Geschichte, wenn man das nachher auswerten möchte. Ja, hier seht ihr das ähnlich wie Files, laden wir uns die End-to-End-Specs rein. 10 Minuten habe ich noch, das wird Zeit. Und jetzt lassen wir uns mal einfach eine Demo laufen lassen. In dem Fall gehen wir also auf diesen Kalkulator und gucken, ob der Titel oben in der Titelleiste tatsächlich das ist, was wir erwarten. Also End-to-End, Protector Demo Speck, da liegt er schon. Ich finde das so lustig, wenn man daran denkt, dass es frittiertes Schwein sein könnte. Ich gehe auf den Localhost, sage Browser get title to equal AngularJS Calculator und führen wir das Ganze mal aus. Also es wirkt irgendwie so ähnlich wie Karma, ist aber nicht Karma. Ihr seht, der Test lief durch, das war jetzt auch nicht anders zu erwarten. Ändere ich doch einfach mal irgendwie meinen Test ab, damit er auch mal rot wird. Neue Anforderung, da soll unbedingt die 1 stehen. Das Ganze nochmal aus. Seht ihr, der Chrome geht kurz auf. Ganz schnell war die Webseite zu sehen und jetzt ist er wieder zu und das war's schon. Korrigieren wir mal diesen Test und fügen noch einen weiteren Test hinzu, denn ihr könnt natürlich auch zum Beispiel eine DWX-Webseite testen. Die läuft jetzt ein bisschen langsamer und da werden wir auch sehen, dass es trotzdem ohne Probleme läuft. Also ich gehe erst ins Internet, habe das langsame WLAN hier und trotzdem kann ich zum Beispiel hier gucken, ob der Titel meiner Überschrift immer noch JavaScript Unit und Oberflächentest mit Karma und Protractor heißt. Ich gehe also mit dem Browser auf diese Webseite, das wird nicht sofort kommen und trotzdem programmiere ich hier einfach ohne große Probleme meinen Code runter. Also das ist jetzt die nächste Sache. Schauen wir das mal vorher in echt. Nicht, dass Kerstin das vorher schnell geändert hat. Genau, die Überschrift zweite Ordnung hier. Da soll dieser exakte Text drinstehen. Und das verifizieren wir jetzt noch schnell. Machen wir vor. Ja, ist alles aus. Okay.
Ihr habt ja gesehen, das hat eine Weile gedauert und trotzdem, sobald es geladen war, zack, ging es weiter. Und das ist etwas, was jetzt einfach klingt, aber eigentlich ziemlich viel Technik hinterverlangt. Nämlich, die Jungs von Google haben sich gedacht, dass sie nämlich diese ganzen Assertions hier, die zum Beispiel eigentlich, die ganzen Promises, die man eigentlich schreiben müsste, get title, then irgendwas, also versuche hier irgendwas vom DOM oder so zu holen, oder wenn die Single Page endlich fertig ist, das ist auch auf AngularJS-Anwendungen speziell ausgerichtet, also wenn dann tatsächlich Angular fertig ist und durch sein ForEach zum Beispiel durchgegangen ist, dann gucke ich, was da drin steht. Und um sowas muss man sich nicht kümmern, das geht einfach von alleine. Dann haben die tatsächlich die Frechheit besessen, sich in das Jasmine Expect reinzuhacken, sodass jetzt diese Expect immer Promises empfängt. Und dadurch schafft man es, so diesen knackigen Einzeiler zu fabrizieren für etwas, was eigentlich ziemlich kompliziert war in der Vergangenheit. Diesen Einzeiler, da habe ich in Wirklichkeit gerade asynchronen Code mit abgefrühstückt. Das muss gar nicht jedem bewusst sein, was da eigentlich für Magie hintersteckt, um das Leben eines Oberflächentestes zu vereinfachen. Hier nochmal das Beispiel ohne Angular. Da müsst ihr dann allerdings dieses ganze Gewarte ausschalten. Das ist dieses sogenannte Browser Ignore Synchronization gleich True. Und wenn der Test fertig ist, dann macht ihr das wieder auf False. Das sorgt dafür, dass er zum Beispiel nicht darauf wartet, dass AngularJS lädt. Das wird nämlich bei der DWX-Seite nie der Fall sein. Das bedeutet, dann hängt euer Test und nach einem gewissen Timeout bricht er ab und dann ist euer Test fehlgeschlagen. Also das ist der kleine Indianertrick, wenn ihr mit Protractor ganz normale Webseiten testen wollt und nicht eine AngularJS-Webseite. Wenn man das verinnerlicht hat, wenn ihr jetzt Protector für eine Nicht-AngularJS-Webseite macht, dann würde ich einmal dieses BeforeEach global machen und dann geht das auch. Dann kann man es in seine Matcher übernehmen, also in diese eine Datei, die immer geladen wird, die man sich da anlegt und dann würde es immer Ignore Synchronization gleich True sein. Jetzt nochmal schnell die große Frage, was passiert denn, wenn es einen Fehler gibt? Wie debugge ich das Ganze? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Hier nochmal ein Spickzettel für euch. Wie man das Ganze debuggt. Es gibt da gewisse Härtegrade in der Debug-Möglichkeit. Wir sind ja jetzt ziemlich verwöhnt. Wenn ihr aber wirklich auf Schmerzen steht, dann macht ihr einfach Folgendes. Dann benutzt ihr den internen Debugger vom Selenium. Das ist mal hier vorbereitet. Der öffnet sich. Dann komme ich zu der Stelle mit der Pause. Oder auch nicht. Nochmal neu starten. Man weiß ja nicht, wo das habe ich abgespeichert. Noch. Browser.pause ist für den normalen Selenium. So, nochmal. Genau, und jetzt kann ich mich hier drinnen durcheiern durch diese Kommandozeile. Das ist nicht so cool. Also das macht keinen Spaß. Jetzt könntet ihr hier drinnen dann Selenium-Befehle ausführen. So. Das nächste, was wir machen könnten, wäre den Node-Debugger zu machen. Der ist schon ein bisschen komfortabler. Da schreibt man dann Browser.debugger. Fragt mich nicht, warum es so ist. Also hier setzt ihr jetzt einen Breakpoint, bei dem anderen lasst ihr den Browser pausieren. Ihr könntet jetzt auch in dem Fall zum Beispiel gucken, was der Browser gerade anzeigt. Er ist ja wirklich zu sehen, wenn ihr es lokal ausführt. Dann probieren wir den mal aus. Jetzt haben wir dann hier diesen typischen Node-Debugger, der auch nicht sexy ist. Na, jetzt geht es weiter. Jetzt kann ich halt, das ist tatsächlich, also dieser Node-Debugger, den mag keiner. Und was eigentlich jeder gerne mag, ist der Node-Inspector. Und das ist das letzte Beispiel. Wenn ich den jetzt hier ausführe, dann ist das, was wir gerne hätten. Dann öffnet sich ein Chrome, wo ich dieselben Breakpoints wiederfinde wie eben. Und jetzt können wir dann zum Beispiel schnell schauen, warum funktioniert zum Beispiel das mit dem Title nicht. Dann habe ich hier einen Breakpoint gesetzt. Der Browser öffnet sich, bleibt jetzt zum Beispiel auf dieser Stelle stehen. Oh, das Konferenzfehler.
Na, es kommt. Und seht ihr, jetzt bin ich hier drinne und habe dann diese Browser-Variable zur Verfügung. Und damit kann ich dann ganz normal, wie ganz normales JavaScript, jetzt meine Oberflächentests debuggen, anpassen, gucken, woran es lag, warum es nicht durchlief. Das ist jetzt wieder diese bekannte Debugger von Chrome, umgemünzt als NPM-Paket, das ist der Node-Inspector. So macht es den Entwicklern Spaß, so macht es auch Spaß, Protector-Tests zu debuggen. Und jetzt habe ich tatsächlich nochmal schamlose Eigenwerbung. Wenn ihr sagt, diese Batch-Datei da anzulegen und ich, oder besser gesagt, wenn ihr sagt, ich setze ja längst auf Gulp, es ist mir zu doof, hier eine Batch-Datei anzulegen, so wie ich das gerade getan habe, und dann diesen Pfad hier zu nehmen, um sie dann in dem Node-Debug zu inspizieren, dann habe ich für euch ein NPM-Paket vorbereitet, das nennt sich Gulp Node-Debug. Das ist quasi noch einfacher, kann ich mir es nicht vorstellen. In dem Fall zeige ich hier zum Beispiel, wie man einen Unit-Test mit Mocha debuggt. Das ist einfach ein Gulp-Skript mit einem, wenn man es ernst nimmt, einem Einzeiler. Damit könnt ihr alles Mögliche debuggen. Dann würdet ihr folgenden Pfad, den ich hier auf dieser Vortragsfolie habe, würdet ihr dann hier hinschreiben. Also statt dem Mocha würden wir jetzt mal Protector debuggen wollen mit meinem Node-Debug für Gulp. Und dann hättet ihr das Ganze ohne jeden Konfigurationsaufwand gemacht. Also wenn ihr euch mal das Leben wirklich, wirklich leicht machen wollt, dann setzt am besten auf Gulp und nehmt zum Beispiel Node-Debug. Da habe ich das NPM-Paket für. Und den Node-Inspector habe ich auch die ganze Codebasis für geschrieben. Also es gibt auch noch Gulp-Node-Inspector. Das ist dann, da die ganzen Patches kamen von mir. Damit könnt ihr dann wirklich mit Gulp und Node Inspector bzw. Node Debug wirklich, wirklich, wirklich komfortabel eure Karma-Unit-Tests machen. Das Ganze ist dann im Endeffekt so, dass irgendjemand, es gibt ja immer einen, der das Ganze nicht will, dann sagt ihr hier, gebt du einmal Karma oder NPM Leerzeichen Test ein und auf einmal öffnet sich der Node-Debugger in einem großen Fenster und dann muss er nur noch seinen Breakpoint gesetzt bekommen. Das kann man jedem zumuten und damit hättet ihr auch keinen Grund mehr, keine JavaScript-Oberflächentests zu schreiben, denke ich. Ihr habt gesehen, das ist alles ziemlich smooth, dank der ganzen tollen Tools, die Google uns gibt, nicht zuletzt dank ihren tollen Browsers. Und damit möchte ich dann auch schon meinen Vortrag beenden. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr. Ihr könnt das Ganze downloaden auf GitHub. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal twittern. Einfach mir auf Facebook oder Twitter folgen. Die Slides stelle ich online. Das Ganze ist bereits auf GitHub. Und dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Und somit bedanke ich mich bei euch und Fragen im Anschluss.